So, damit bist du jetzt Kumpel vom Bau, ehrenhalber. Er schaut jetzt zum 12. Mal hier rüber. Komm. Geh hin. Papa, ich kann da nicht einfach so hingehen. Ich weiß, ihr hattet es von Anfang an nicht leicht. Aber ich bin sicher, er wird sich jetzt freuen, wenn du rübergehst. Hm? Ach, was soll's. Wenigstens hat Degenhardt meine Firma nicht in seine schmutzigen Finger gekriegt. Klingt da ein Aber durch? Allerdings, da ist ja noch der Kredit von Elisabeth. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich den zurückzahlen soll. Hast du noch mal über meinen Vorschlag nachgedacht? Stiller Teilhabe. Ich weiß nicht. Fragen Sie Charlie. Meine Schwester hat darüber nachgedacht. Stille Teilhaberschaft. Charlie. Und still? Überlegen Sie nicht so lange, Herr Brandner. Charlie sucht sowieso gerade nach einem neuen Investitionsobjekt. Auf Anraten Ihres Steuerberaters. Und warum nicht ein vertrauenswürdiges Familienunternehmen? Das klingt doch großartig. Arno, das wäre die Lösung. Vergessen Sie diesmal Ihren Stolz. Lassen Sie sich helfen von Freunden. Und machen Sie ein Geschäft mit Charlie. Also, bevor noch jemand vom Gerüst fällt. Also gut, bevor ich hier Wurzeln schlage, kann ich ja wenigstens Sebastian mal Hallo sagen. Sorry, ich glaube, dafür ist schon zu spät.